Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nur ein Versuch. Ja, heute hallo. Spielen hallo. Wir Carrion. 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 Ich weiß nicht, ob Carrion. Vielleicht heißt es Carrion. Das haben damals viele Leute vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht mehr, ob auf Twitter und oder in den Kommentaren. Ich habe es mehrfach gelesen. Das ist ein, ich weiß gar nicht, hier, wo man Monster spielt. Also es ist so ein Reverse-Game. Also du spielst Monster, ich kenne das aus Seashold schon, wo du so eine Gruppe von Monstern spielst und die Menschen alle töten musst. Und Carrion ist halt auch so ein Spiel, da bist du das Monster. Okay. Und, okay. Die Leute wollten, dass wir das spielen, deswegen haben wir gesagt, spielen wir das. Los. Okay, spannend. Dann schauen viel Spaß euch allen. Bis gleich. Ja, schauen wir uns das mal an, ne? New Game und dann let's go. Oh, wir müssen das. Was ist das? Okay, neues Spiel. Okay, dann starten wir mal ein neues Spiel, ne? Ja, Carrion, noch nie gespielt, noch nie gesehen. Das soll cool sein. Okay, wir sind irgendein komisches Ding, was sich befreit hat. Und wir müssen. Oh, wir können hier durch. Okay, wir müssen abhauen aus diesem Versuchslabor. Okay. Das ist ja mega interessant. Hallo, ich bin hier. Was kann ich denn? A macht nix. Mit LT kann ich Geräusche machen. Okay. Nam, 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 nam. Ich will euch fressen. Na, die haben Schiss vor mir. Hier kann ich aber weiter. Oh, Junge, chill mal dein Base. Ich bin frei. Ich bin frei, ihr Lieben. Okay, ich glaube, wir müssen flüchten. Kann das sein? Ziele mit RT. Ah. Hallo. Was kann ich jetzt machen? Und dann können wir hier so bumsen. Okay. Und alles kaputt machen. Hä, wie komme ich hier weiter? Ah, lol, da ist. Oh mein Gott. Okay, das ist eine strange Steuerung. Da muss man erstmal drauf klarkommen. Was müssen wir mit dem machen? Oh, man muss ihn fressen? Oh mein Gott. Okay, ich kann aber auch Humans so grabben. Und die einfach essen. Oh Gott, was ist das für eine Steuerung? Oh mein Gott. Alter, what the fuck? Ich weiß nicht, ob ich das für Ziele mit RS halte, RT, um Menschen zu greifen. Um die zu essen? Oh Lolli, der ist gerade am Kacken, Alter. Bleib stehen! Was? Ich habe noch keine Ahnung, wie ich die am besten fresse, beziehungsweise. Also. What the fuck sind wir denn jetzt riesiges? Lol, als wenn hier noch der Unterkörper ist. Geil. Hi. Jawohl. Klopf, klopf, klopf. Hallo. Mein Gott, ist das brutal. Hier liegen. Oh mein Gott, ich werde immer größer. Jetzt habe ich jetzt zwei Mäuler. Bleib du mal hier. Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Njam, 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 njam. Schon ganz schön brutal. Erzehre Menschen, um an Biomasse zu gewinnen und zu wachsen. Ja, okay, aber das haben wir ja theoretisch, ne? Alter Schwede, wie geil ist das denn? Wie brutal auch. Was ein geiles Game. Was eine Idee. Oh, ist das so Metroidvania-mäßig? Also, dass man. Vom Level? Das wäre nice. Biomasse ausbreiten und speichern. Oh. Okay, der Trick ist wahrscheinlich. Weiß ich noch nicht, was wir machen müssen. Aber wir cruisen mal durchs Wasteland. 50% verlorene Proben? What the fuck? Wie das aussieht! Da, ich sehe ein Opfer! Nein, jetzt komme ich wieder nicht zum Opfer. Hey, was ist denn das? Alter, wie das aussieht. Oh, Peter würde den Ekel einfach untergehen. Okay, wir haben hier eine Sicherheitsschleuse aufgemacht. Ja, endlich. Mit militärischer Schrottplatz. So, eine Karte gibt's nicht, wa? So, mehr? Wir können schon wieder spreaden. Holy shit, okay.
Wir machen einfach einen riesen Riss auf. Shoot everything that moves. Okay. Gefällt mir nicht so gut. Oh, ich habe nur noch 2 Leben. Okay, ich bin tot. Und jetzt? Unbekannte biologische Bedrohung entdeckt. Bleiben Sie wachsam. Ja, Quatsch. Ich glaube, je mehr wir essen, desto besser ist das für uns. Da liegt das Objekt meiner Begierde. Nom nom nom. Nee, 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 nicht abschießen. Abschießen ist unfair. Hier hoch kommen wir nicht. Hier unten irgendwas? Nö. Mal Türe wieder zumachen. Wir sind ja freundlich. Alter. Ich drücke halt einfach nur irgendwelche Tasten und mach alles kaputt. Hey, schieß mal nicht die Tür kaputt. Hallo? Hallo? Man kann hier halt damit so fest. Alter, das ist aber auch gut. Oh, du willst. Nein. Nicht wieder aufstehen. Nur Beine können, glaube ich, nicht aufstehen. Neue DNS-Brüche in Arachen und verschieße ein Netz, um deine Opfer zu fesseln. Wofür ist das eigentlich gut? Alter! What the fuck? Ja! Okay. Sorry, ihr seid zwar nur Forscher, aber ihr schmeckt eigentlich ganz gut. Oh! Oh, warte mal, da liegt noch einer. Hier sind Reste. Von gestern Nacht. Bums, da geht die Tür auf und herein im schnellen Lauf kommt das Monster angerannt. Irgendwie ganz geiles Game. Wieso bin ich ein Mensch? Oh, hier kann man squeeze in. Oh shit, ich habe einfach wieder gedrückt. Oh mein Gott, das war bestimmt nicht so smart. Wir sind in einem Supercomputer? Oh oh. Ich bin jetzt ein Dude. Hineinquetschen? Wo zur Hölle sind wir? Okay, man spielt halt auch irgendeinen komischen Menschen. Habe ich jetzt wen übernommen? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ob wir in die Vergangenheit gucken oder gerade als Monster jemanden steuern. Man weiß es nicht, aber ich muss an die Tür. Wo sind wir? Ich bin immer noch maximal verwirrt, was dieses Game mir sagen möchte, beziehungsweise sein möchte. Ist ein bisschen gruselig, bisschen eklig. Leute, was? Wait, jetzt bewege ich die Menschen? Okay, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Hä? Muss ich das jetzt gerade verstehen? Oh was? Die machen mich kleiner? Wenn die mich treffen? Hey, ist das jetzt das Team, was die Ereignisse da untersucht, nachdem das alles passiert ist? Okay, die eine Person da oben, die wehrt sich nicht. Gar kein Thema. So, wir sind wieder voll. Zack. War lecker. Dude. Wait, what the f... Ach so, lol. Das sind die Detonations. Oh Gott. Das schon, hä? Oh, jetzt gibt's stärkere Leute. Oh, was? Die machen ja richtig Damage. Spiele die erste Rückblende. Es ist tatsächlich eine Rückblende von... Nachdem der Shit hier passiert ist. Oh mein Gott, wie geil. Irgendwie will ich... Oh Gott.
Irgendwie will ich die Beine auch immer noch wegessen. What's up, Bitches? Ungesicherte Minenschächte. Ungesichert. Ich mag ungesichert sehr gerne. Kann ich sie nicht essen? Ich kann die nicht essen. Oh, das ist aber belastend. Lauf, mein Freund! Alter, was sind wir denn jetzt? Holy crap! Hier muss ich das Holz kaputt machen, da kann ich nicht durchschießen. Hier kann ich zwar durchschießen, aber sehe nicht wohin. Hier brauche ich sowohl oben als auch unten wieder die Holzfähigkeit. Und rechts meine ich natürlich. Unten. Ah ne, hier. Hier geht's weiter. Menschen müssen immer alles töten, was sie nicht verstehen. Schon mal daran gedacht, dass es nur Hunger hat? Oh, da fange ich durch. Hat Damage gegeben. Alter. Boah! Wie ich das Stück von ihr genommen habe und dann einfach sie rausgeschossen habe. Okay, warte mal, ist das auf der anderen Seite auch das Leben? Lol. Alter, es liegt ja wirklich da. Ist ja mega nice. Ich glaube, das ist auch insgesamt für ihn nicht so angenehm gewesen. Oh, Profis. Ja, ein bisschen aufpassen jetzt. Überraschung! Oh mein Gott! Kann ich die irgendwie nicht aufessen vernünftig? Essen, 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 essen. Oh nee, das kann man nicht essen. Da haben wir noch einen Unterkörper vergessen. Ha, denkst du, bist ein ganz schlauer, ja? Schade, schade, Schokolade. Ich bin ganz klein nur noch. Oder bin ich nur ganz klein, weil ich den nicht vernünftig essen konnte? Hey! Liebes Fräulein. Yum, 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 yum. Rinder. Beschädige Schächte und Holzwände, schlitze Gegner auf. Womit? Mit RB. Wer lebt denn hier noch? Hier schreit doch jemand. Ich höre dich doch. Oh, da oben sind Unschuldige. Oh, Unschuldige. Mmh, die schmecken immer am leckersten. Oh, mmh, lecker, lecker, lecker. Holy shit, wie groß bin ich? Alter! Bisher habe ich jetzt noch nicht so das Gefühl. Oh mein Gott, was hast du denn da? Okay, der hat mich gekillt. Bin überfordert gerade. Oh, wir sind bei den Computer-Nerds. Die machen hier eine krasse LAN. Hallo. Lecker Schmecker. Fühlt sich auch richtig wie so ein Monster. Aua, die machen... Holy shit, machen die Schaden! Alter, diese Elektrozäune! Au, uff! Aber irgendwie, ich hab noch nicht so die Schwierigkeit in dem Spiel gefunden, muss ich ehrlich sagen. Wir squeezen mal hier rein. Mal gucken, wo wir hinkommen. Okay, ich glaube, das ist die Endstufe von böser Biomasse. Okay, was kriegen wir jetzt für eine krasse Fähigkeit? Okay. Ja, ich glaube, wir spielen das Spiel einfach durch. Easy Snack. Ist hier, hallo, ist hier denn jemand? Gib, 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 gib. Was haben wir da Feines? Findet essbare Leichen. Echolot. Hallo! Oh oh. Endgegner! Aua! Macht der Schaden!
Oh, ich hab's. Hab ich's kaputt gemacht? Ich hab's kaputt gemacht. Yes, wir haben's gegrabt. Einfach in der Luft rumgeschleudert, wie so ein wilder Hund. Und dann, zack, haben wir's kaputt gemacht. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich diese Laserdinger anmachen? Wait, kann ich das nicht wieder ausmachen? Das wäre jetzt doof. Okay, wir sind wieder ein Wissenschaftler, der Dinge erforscht. Der diese Vorfälle hier erforscht, die in diesem Labor passiert sind. Aber wo muss ich denn jetzt wieder lang? Oder ist das hier nur so ein Geheimweg? Wir gehen einfach weiter runter. Haben wir jetzt einen Hammer? Haben wir einen Hammer gefunden? Okay, was geht hier ab? Ja, da kommen wir nicht durch, okay. Ach, man kann das jetzt zur Seite ziehen, okay. Das kann man hier zur Seite ziehen, okay, okay, okay. Und jetzt haben wir irgendwie den Vorschlaghammer gefunden, oder was? Und mit dem richten wir jetzt richtig Damage an, oder was ist los, Leute? Verwirrt mich alles. Ich habe den Schalter dafür gefunden und jetzt müssen wir an irgendeiner Scheißkette ziehen? Oh Gott. Okay. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Wo sind meine Buddies? Ich komme hier nur weiter, wenn ich meine Biomasse irgendwo lasse. Okay. Oh, ich habe nur noch ein Leben dadurch. Gut, das ist bitter. Wenn es mal so etwas wie eine Karte geben würde, damit ich weiß, wo ich lang muss. Oh, wir haben jetzt so viele gefressen, dass wir wieder fett sind. Okay, das ist ja nice. Jetzt ist die Frage, wo geht hier weiter? Ich habe keine Ahnung. Was müssen wir eigentlich alles machen? Was machen die beiden da oben denn überhaupt? Ja, schön, dass du eine Waffe hast. Da juckt mich ja einen feuchten Dreck hier. Also, easy snack. Außer der da vorne vielleicht, aber der sieht nicht gefährlich aus, genauso wenig wie der. Da ist auch zu. Vorne ist auch zu. Da kommen wir her. Ich muss sagen, das Spiel macht schon recht viel Spaß. Bisschen einfach, aber das ist ein bisschen schade. Das ist auch so eine krasse Wand, da kommen wir halt so nicht durch. Hä? Oh, mein Schalter. Was ist denn jetzt passiert? Oh, ich habe den Schalter gedrückt. Den Typen habe ich überhaupt nicht gesehen. Hör auf damit! Na. Das war ja jetzt. Da habe ich den Schalter gedrückt, ey. Und dann habe ich diese Animation bekommen. Was war das denn für eine Scheiße? Okay, ich schneide es gerade nicht. Wo habe ich den Punkt verloren, wo ich nicht weiß, wo ich hin muss? Okay, ich habe es noch nicht gereilt. Ich habe es noch nicht gereilt. Guck mal. Oh, Leute. Nein. Ja, Hammer. Also ich kann halt auch mit diesem geilen Teil halt irgendwie so bis da hinten oder so, aber das bringt mir doch überhaupt nichts. Scheiße, das ist nicht ganz die beste Taktik gegen den. Nein! Fuck! So, WTF, okay. Ich weiß gerade nicht, wie ich weiterkomme. Ich quatsch mal mit den anderen. Ja, aber ich finde den Weg nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich weiter muss. Ich bin jetzt hier schon bestimmt seit 10 Minuten am Rumfahren. Ich weiß nicht, wo du bist. Also, ja, irgendwo. Ja, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, hier, geh mal hoch. Also. Ja, musst du erstmal nach links weitergehen. Aber also links musst du den Laser anmachen und dann nach links oben weitergehen, da geht's weiter. Ja, bislang auf jeden Fall habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt googeln dürfte, wo ich weitermachen kann, dann könnte ich auch weitermachen. Aber ich würde halt einfach sagen, ich gebe auf. Spieler shapen sie. Hier sind jetzt voll die krassen Viecher. Oh mein Gott. Überall firing my laser. Das ist jetzt der krasse Bossfight. Hier. Bam. Junge. Bam. Alter, mach die Schaden. Oh mein Gott. Nee, ich hab noch den anderen gegrabt. Ja, hau weg die Kacke. Ich wusste doch, dass da Viecher rauskommen. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab noch ein Leben. Nein. Oh mein Gott, war das knapp. Holy shit. Als ob ich noch ein Leben hab. Ja, ich chill nicht die ganze Zeit. Ich such doch noch die ganze Zeit die Kack-Welt ab.
Ja, brich ab, hast du nicht gefunden. Oi, oi, oi. Nein! Nein! Der hat einen fucking Flammenwehr! Nein, ich dachte, ich kann die jetzt easy snacken und mich heilen. Ja, wir sind durch. Ich fand's von der Steuerung total geil. Also irgendwie mega smooth. Habt ihr mit Controller gespielt oder mit Maus und Tastatur? Ja, mit Controller. Aber ich glaube, ich will Maus und Tastatur mal zumindest ausprobieren. Habe ich ausprobiert, war nicht so geil. Also Controller ist schon deutlich besser, finde ich, weil du steuerst irgendwie bei Maus und Tastatur nur mit Tastatur. Also den Großteil. Also das Bewegen ist über linke Maustaste gedrückt halten. Oh. Das ist okay. Ich finde das Ziel mit dem rechten Stick ist irgendwie immer seltsam. Aber hey, Steuerung war trotzdem mega, mega smooth. Menschen essen finde ich sowieso immer toll. Und wenn das du noch nice, so holen kannst. Ja, ich bin überrascht worden, muss ich sagen. Weil ich ein Roguelike erwartet habe, aber es ist im Endeffekt einfach ein Metroidvania. Ja, genau. Ja, aber am Anfang noch nicht so ganz krass, aber also das hat nichts mit. Ja. Nee, ist einfach. Und zwischendurch erlebst du noch so irgendwie Geschichte, indem du Menschen steuerst. Ja, so Background-Story quasi. Das fand ich echt cool, also dass du. Ja, genau. Also, dass du. Ich habe halt noch nicht so viel davon gespielt, aber ist das ein Ausblick in die. Also, ist das quasi in die Zukunft oder in die Vergangenheit? Das wissen wir noch nicht. Weil ich habe erst gedacht, das wäre quasi. So, nachdem der ganze Shit da passiert ist, kommen die Leute und versuchen das nachzuvollziehen. Ich bin erstmal von Vergangenheit ausgegangen. Okay, also wie es dazu gekommen ist erst. Ja, aber sicher bin ich mir nicht. Ich würde mir noch einen schwierigeren Schwierigkeitsmod, glaube ich, wünschen. Ich habe mich irgendwann so übermächtig gefühlt, dass das mir zum Verhängnis wurde. Dann spielt man mit den Gegnern und wird gekillt. Ich würde mir eine Karte wünschen, damit ich weiß, was stimmt. Ich bin immer noch am Suchen, während ihr gerade am Reden seid. So, ich bin immer noch, ich bin nie gestorben. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann kriege ich immer noch im Kreis heute. Also keine Ahnung, ich finde diesen Weg einfach nicht. Der vom Spiel so besiegt wurde, dass er einfach den Weg nicht mehr findet. Ich gebe auf. Also ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Aber ja, super doof. Ja, ist aber eigentlich nicht gut. Ne, das stimmt, stimme ich dir zu, aber ja, aber ich bin ja scheinbar nur ein Fünftel nicht. Ist zu blöd. Ja, also von daher muss ich das wohl auf meine Kappe nehmen. Die Frage ist, können wir irgendwie herausfinden, wer am weitesten gekommen ist? Also ich hoffe, ihr habt irgendwas von Laser gesagt. Ich wollte gerade sagen, also das geht ja relativ einfach, weil du hast ja immer wieder so Abschnitte, wo Sachen eingeführt werden. Ich bin da gestorben, wo zum ersten Mal die Energieschildgegner kamen. Ah ja. In der, ich glaube, Uranmine oder so. Ja, das waren die mit dem krassen Anzug, die du auch nicht mehr essen kannst. Ja, Bram ist als erster, glaube ich, draufgegangen. Ja, beim allerersten Gegner mit der ersten Pistole, ne? Ich habe nicht gecheckt, dass ich damit rechts greifen kann. Nein! Das wurde erklärt! Oh mein Gott. Okay, Jay, du hast Ich kann Wände durchstoßen, so Holzwände. Aber gerade. Keine Ahnung, Alter, ich gefühlt seit einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde. Du bist dann nicht mehr weiter fortgeschritten, sondern hast dich dann verlaufen. Ja. Ja, meinetwegen. Oder kennst du das Laserrätsel, wo von oben nach unten ein Laser kommt? Nee, ich könnte meine Biomasse aufteilen. Ja, das Rätsel, daran kann ich mich auch erinnern. Ja, okay, nee, aber dann sind Sepp und ich noch ein bisschen weiter. Alter, wo gehe ich da weiter, verfickte Kacke? An der Stelle, wenn du deine Biomasse aufteilst, machst du das, um wieder die andere Fähigkeit zu bekommen, um den Schalter umzulegen. Ich weiß. Okay. Das habe ich ja auch kapiert. Okay, sehr gut. Sepp. Ich bin nach dem Schalterrätsel nach links gegangen und da war in so einer kleinen Verengung war so ein Elite-Gegner und der hat mich fertig gemacht. Einer? Oh, danach kommt der fette Bossfight, der zweite. Oh nein, als ob der ich zweite? Kurz vom zweiten Bossfight gestorben bin. Also der erste Bossfight ist ja quasi diese Drohne, glaube ich, ne? Und danach kommt drei Drohnen von denen. In diesem Areal, wo du da die ganze Zeit warst. Belastend. Und die haben mich richtig down gemacht, bis auf ein Leben. Und da dachte ich so, boah, krass, ne, hast du knapp überlebt. Ja, dann kommt jetzt bestimmt als nächstes, ne, wirst du wieder gefeedet und so. Und was kommt? Zwei von diesen Schildtypen mit Flammenwerfern. Und die haben mich dann gegrillt. Oh, mit Flammenwerfern? Okay, ja, die haben dann Flammenwerfer. Gehen dann richtig Sepp heute gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und cool. Das war unser Einblick in Carrion. Ganz cool. Wer den Weg nie rausfindet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hau rein. Tschüss. Ciao.